In Venedig ist heute die Kunstbiennale eröffnet worden. Sie gilt als eine der weltweit bedeutendsten Ausstellungen der Gegenwartskunst. Wie immer wurden die Preise gleich zu Anfang vergeben. Deutschland ging dabei leer aus. Der Goldene Löwe für den besten nationalen Beitrag ging an Litauen für eine Opernperformance auf einem künstlichen Badestrand. Sonne und Meer. Ein Idyll am Badestrand, dem eine Katastrophe droht, was aber alle ignorieren. Der Pavillon Litauens gewinnt mit dieser Inszenierung, die stellvertretend für uns alle stehen soll, den Goldenen Löwen der Kunstbiennale in Venedig. Noch nie haben an einer Biennale so viele Länder teilgenommen wie an der diesjährigen 58. Ausgabe, 90 an der Zahl. Und noch nie, so die Einschätzung fast aller Fachleute, war das Kunstevent so politisch. Passend zum Titel, May you live in interesting times, mögest du in interessanten Zeiten leben. Wenn Sie die Geschichte der Biennale lesen, gab es viele Zeiten, die als schwierig bzw. als schwieriger werdend wahrgenommen wurden. Politische Kunst auch im deutschen Pavillon. Hier symbolisiert eine übermächtige Mauer die zunehmende Abschottung der Ersten Welt gegenüber Flüchtlingen. Der Pavillon selbst wurde dazu passend sprachspielerisch in Ankerzentrum, angelehnt an Ankerzentrum, umbenannt. Politisch auch das Werk Barca Nostra des Schweizer Künstlers Christoph Büchel. Es ist das libysche Fischerboot, das 2015 vor Sizilien sank. Etwa 700 Menschen fanden hier einen grausamen Tod. Die rechtspopulistische italienische Regierung hat gegen die Ausstellung dieses Schiffs auf der Biennale protestiert. Bis Ende November steht Venedig ganz im Zeichen der Kunst. Einer Kunst, die interessante Zeiten spiegelt.